Gut. Also Speicherzelle, brauchen wir die Basisprozessoren, Quarz und Redstone. Gut. Dann gib mal die Prozessoren, dann bauen wir die mal eben. Quarz. Redstone und die Prozessoren. Hallo, ich hatte doch zwei Prozessoren. Ach da. Ach, ich mit meiner Rechtsklickerei immer, da ist. Ach so, Speicherzelle. Redstone, Glas, Eisen. Wunderbar. Glas. Redstone. Und Eisen. Und wir haben unsere ersten 1KME Speichermodule. So. Die pressen jetzt kurz mal hier ins Laufwerk rein. Tak, tak. Sind natürlich noch leer. So. Wie ihr seht, hier haben wir jetzt eine schöne Anzeige. Dieser kleine Kasten hier, wo jetzt gerade mein Mauszeiger drauf ist, das Fünfeck. Die sind beide schwarz. Weil kein Strom. Pam. Strom ist da, beide grün. Grün heißt, alles in Ordnung, ist noch Platz, du kannst reinballern, was du hast. So, das werden wir jetzt auch mal machen. Ups. Ja, das kommt davon, wenn man an den ME-Kern geht. Nein, ich muss ja hier ans Zugangsterminal. So, und hier ballern wir jetzt einfach rein. Zack, 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 zack. Warum stackt denn der dich? Normalerweise stackt der die doch. Komisch. Laufwerk. So, hier liegen jetzt im ersten Modul 132 genutzte Bytes. Und im zweiten liegt noch gar nichts, weil da geht ja der Reihe nach dem Module ab. Achso, warte mal, habe ich das irgendwie falsch eingestellt hier? Anzahl der Gegenstände. Nee, Sortierreihenfolge auch nicht. Gespeicherte Gegenstände. Hä? Sortieren nach Name. Warum stackt er die jetzt nicht? Das kapiere ich jetzt nicht. Normalerweise kann er die im E-System stacken, die Teile. Naja, so. Ich mache jetzt mal kurz leer hier. Wir ballern jetzt nämlich mal kurz alles ins ME-System rein, was wir haben. Halt, eine Axt bräuchte ich schon noch. Wird sonst nicht. So. So, jetzt machen wir hier Pilz. Alles leer. Und schmeißen einfach mal alles rein. So, das sortiert das ja schön alles alphabetisch hier. Das kann alles weg. So. Aber das deckt die Sachen komischerweise nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So, wie gesagt, das mit der Anzeige ist da ein bisschen komisch. Ach, hat's mir die Aufnahme eher mittendrin gecuttert. Das mit der Anzeige, wie ihr seht, jetzt sieht man zwar die Zahlen, aber auch nicht so bombastisch. Ah, der hat die gestackt. 85 und 64. Warum stackt er die nicht weiter? Sind alles dieselben Ziegel, also von daher, da könntet ihr alle problemlos stacken. Okay, naja gut, dann macht's halt so, was soll's. So. So, Aufnahme läuft weiterhin noch, ja. So, also ist immer noch grün, ist immer noch reichlich Platz, wir haben noch nicht mal die Hälfte, aber jetzt haben wir 45 verschiedene Typen schon voll. Aber es geht ja noch weiter, wir haben ja noch ein paar Sachen jetzt mal reinballern. So, die Ranken bin ich jetzt mal gespannt, ob er die alle jetzt brav stackt. Tatsache macht er. Selber ID alles. Die stackt er jetzt. Sehr schön. So, packen wir mal hier alles rein. Die Module können ineinander übergreifen. Also wir können jetzt hier einfach völlig sorgenlos reinballern, wenn das eine Modul mit 63 Typen voll ist. Hey, jetzt ist es orange. Seht ihr? Weil die 63 Typen sind jetzt voll ausgelastet. Und hier haben wir jetzt bereits schon erste drin liegen. Der geht jetzt einfach her und füllt nur noch auf, was wir bereits im Modul drin liegen haben. So, nehmen wir mir noch alles mit. So. Aber jetzt haben wir nur noch eine zentrale Anlaufstelle. Und je mehr wir jetzt natürlich da drin haben, desto mehr Saft brauchen. Ja? Also je mehr Leitungen da dran liegen, je mehr Items drin sind, je mehr Kassetten wir da drin haben, desto mehr brauchen natürlich. So, aber wir machen jetzt einfach mal Platz hier. Also ich bräuchte Spitzhacke jetzt, praktischerweise.
da. Rips. Dann haben wir jetzt nämlich mal das Problem mit den Kisten endlich beseitigt. So. Halt, Spitzhacke bleibt hier. So. Blöp, 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 blöp. Können wir das einfach reinpacken. Also der stackt die Sachen dann auch richtig, wenn es natürlich dieselbe ID alles hat. Das Problem ist halt nur, ich kann es nicht gescheit einsehen. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ach hey, kloppen wir uns ja trotz Axt dämlich. Gut, ist egal mit was wir es abbauen. So, die baue ich jetzt einfach so ab, das ploppt sowieso von alleine raus. So. Dann packen wir das nämlich auch noch alles rein. Dann können wir die komplette Wand hier anders verkleiden. Rip. Haben wir noch Platz? Ach ja, reichlich. Ja, also. So. Wollen wir mal gucken, wenn wir alles raus haben, ob das schneller geht. Nee, nicht wirklich. Okay. So, nehmen wir das mal alles mit. Das können wir auch gleich noch alles abbauen. Können wir alles mitnehmen hier. Kann alles weg. Wir können später auch noch ein ME-Crafting-Terminal mit einbauen. So. Da können wir dann einfach hergehen. Und hier einfach noch ein Crafting-Table mit reinbauen, das ans ME-System gekoppelt ist. Ah, siehste. Hey. Unsere Kassetten sind voll. Wir haben auf beiden Kassetten 63 verschiedene Typen an Material eingelagert. Schon sind unsere Kassetten zu. Okay, haben wir noch mal eine Kiste dabei eben. Nee, die Fässer. Gut, dann stelle ich den mal eben doch noch mal auf. So, Erde, Kobbel. Einfach, dass die Sachen jetzt nicht verschwinden hier. Steht das so rum? Egal. So, Kobbel. Packe ich das doch noch mal kurz da rein. Dann müssen wir tatsächlich doch schon die nächsten Module basteln jetzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Ihr habt es gesehen. Rucki zucki sind die Dinger voll. So, die Setzlinge da rein. Hier packen wir noch mal kurz das Holz rein. So, okay. Das passt tatsächlich nicht mehr rein. So, jetzt haben wir zwei Module voll. Energieverbrauch hält sich. Kriegen wir alles nicht mal hier unter. Naja, gut, okay. So, dann wollen wir mal gucken. Da ist natürlich alles schon reingeballert. So, wir brauchen Silizium haben wir natürlich gar nicht. Redstone haben wir hier, nehmen wir komplett mit. Gold brauchen wir. Ich baue jetzt nochmal ein Modul. Nehmen wir jetzt mal kurz die ganzen Stacks mit, ist ja egal. Den brauchen wir, das brauchen wir. Den Meißel bräuchte ich noch. Hier. So, Glas brauchen wir. Haben wir Eisen schon hier drin? Jawohl, so. Ach so, jetzt müssen wir erstmal wieder umbrennen. 1, 2, 3. Ich mache jetzt gleich nochmal 3 Speichermodule. Wir haben es ja alle. Da können wir später dann auch größere Speichermodule reinpacken. Die kleineren können wir leider nicht upgraden zu größeren, also die bleiben dann drin. Aber das Ding können wir endlos erweitern. Also wir können da wegen mir 50 Schränke, 50 so Skettenschränke reinballern. Das ist völlig egal. Das stört keinen Meter. So. 3 Basisprozessoren, die braten wir mal eben durch. Ofen, zack. So. Jetzt, wie war das andere wieder? Mal eben gucken. ME. Partition, Export, ME-Truhe. Ein Schablonenkodierer, da können wir dann Vorlagen reinballern, wo wir dann einfach hier Schablonen reinballern in die Kammer. Und dementsprechend dann einfach hier sagen können, ich will das gecraftet haben, ich will das, will das, will das, will das. Und da haut uns das dann zusammen. So. Was wollte ich jetzt? Achso ja, Kassetten noch. 4 Quarz, 4 Redstone. Okay.
Ach nee, halt drei mache ich, ja. Ja, wollen jetzt nicht gleich hier größer werden, ne? Da, 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 da. Ups, da, 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 da. So. Prozessoren alle durch, wunderbar. Ja, hier komm. Zack. So, Zelle. Hier war dann dreimal Eisen, das weiß ich noch. Glas. Und Redstone. Ich habe aus der Mähkiste alles rausgeklaut. Achso, warte mal, warte mal. Ja, zack, so. Zack, und drei weitere Speichermodule. So, und die kloppen wir jetzt einfach mal instant ins System. Also wie ihr seht, die Boxen heben da eine ganze Weile, ja. So. Die eine Kassette sagt, jetzt wäre wieder grün. Aber wollen wir mal sehen, wie lange. So, drei weitere Kassetten rein. Ich nenne das jetzt einfach Kassetten. Das sind ja keine Kassetten in dem Sinne. Aber... So. So, jetzt kriegen wir aber auch definitiv das Zeug hier runter. Klopsi. Klops. So. Können wir das einfach mal kurz mit reinschmeißen noch. Dann haben wir hier ein sauberes Lager. Und da wir vorne nur den Zugang haben, aber das Ganze dann im Hintergrund verläuft, haben wir es dementsprechend natürlich dann auch sauber. So, wir brauchen alleine für die Cobbles ein ganzes Speichermodul. Weil wir können ja 1024 da reinpacken. Das sind übrigens nicht 1024 Stacks gewesen, das war Quatsch von mir. Sondern 1024 Einheiten davon. So, gucken wir mal. 199. Da sollte jetzt theoretisch die Cobbles noch mit reinballern. Wir haben da noch hier, hallo? Da. Kann ich gar nicht alles mitnehmen. So, gucken wir mal. Packt er die jetzt in das Modul mit rein? Ach nee, das sind ja 8 Items ergibt ein Bit. Also ihr kriegt da schon mehr wie nur ein paar Stacks rein. Bei 207 Bytes sind wir eben gestanden. 215, also 8. Also ein Stack sind 8 Bytes dann quasi. Da kriegt er dann schon ein bisschen mehr rein, aber ja. So, kriegen wir. Jetzt müssen wir aber locker alles unterkriegen. Jetzt haben wir ja richtig Platz gemacht hier. So. Wunderbar. So, jetzt geht natürlich der Energieverbrauch auch gleich mal etwas höher, weil wir jetzt mehr Kassetten zu versorgen haben mit Energie. Und wir ja auch. Sagt mir. auch gewisse Menge an Leitungen schon alles drin haben. So, ich nehme jetzt anfangs zum Brennen nochmal Kohleblöcke. Die haben wir ja gesehen, die haben schön lange. So. Machen wir mal zwei Blöcke hier rein. Die halten mal für 40k, das reicht für den Anfang mal. Muss dann mal gucken. Wir können später auch über Sonnenenergie und tralala dann hergehen und hier größere Boxen einfach mit reinballern. Aber das Energieproblem sollten wir jetzt vorerst mal im Griff haben. Wie ihr seht, Generatoren laden sich schneller auf, wie sie leergezogen werden. Hier knallen wir gleich mal noch Batterien mit rein. Die können gleich mit aufladen. Einfach ein bisschen zur Energieerweiterung, zur Speichererweiterung, einfach, dass wir da haben. So, können wir hier auch gleich wieder voll machen. Können wir quasi nehmen als Upgrade für die kleinen Boxen, weil die relativ billig herzustellen sind. Haben wir einfach ein bisschen Backup noch. Ein bisschen mehr Energie zur Verfügung. So, System läuft. Steht alles. Ich freue mich. Ich finde das richtig geil. Jetzt haben wir tatsächlich unser erstes eigenes ME-System. So. Können wir den ganzen Kram hier kurz reinpacken. Plöpp. Rappadadadadad. Und plöpp. Rappadadadad. Okay, da nicht. So. Packen wir mal kurz hier alles mit rein. So. Und dann können wir später aus dem EME-System, so wie wir die Sachen brauchen, einfach rausholen. Und haben einen zentralen Zugangspunkt für alles. So, wir müssen das nicht dann alles hier umsortieren und tralala und gepriemeln und hast du nicht gesehen. So, guck mal, haben wir alles schön drin. Sehr schön.
So, Schwert hatte ich mir noch keins gemacht, ne? Nee. Drei Äxte noch, genau. Die haben wir, die Schaufeln. Die kann er jetzt natürlich nicht stacken, die Schaufeln, weil die ja unterschiedlich beschädigt sind. Ja? Also selbst wenn es absolut identische beschädigt, einen absolut identischen Beschädigtheitsgrad hätten, wüsste ich nicht, ob das geht. So, Fackeln. Stöcke. Haben wir hier. Fackeln. Haben wir gar keine mehr. Gut, okay. So. System steht. Das mit den Anzeigen. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum man da jetzt so rumzickt. Keine Ahnung. Aber gut, okay, das ist jetzt. Ist jetzt kein Beinbruch, also. So, wenn wir jetzt einen Lava-Generator natürlich hier einbauen können, das wäre dann natürlich absolut Knorke. Das Problem ist, der produziert RF und da kriegen wir keine Kabel angeschlossen. Das ist das Problem. Ich guck mal kurz. EU. Da das ja mit drin steht in den Begriffen, können wir das ja auch so schreiben. Hier haben wir einen Transformator, der kann die Energie umwandeln und die MFSU ist die größte Zwischenspeicher. Zelle, die ihr so einzeln separat bauen könnt. Also da könnt ihr richtig Gas geben mit. So, später könnten wir das Ganze auf einen Geothermalgenerator ausbauen. Allerdings weiß ich nicht, dann können wir da nochmal upgraden. Semiflutgenerator, also da können wir schon richtig Gas geben auf jeden Fall. Reaktorkern, das ist natürlich... wäre die Sache. Der presst bis zu 8200 EU zusammen. Aber das muss ich mal offscreen ausprobieren. Einfach wie das funktioniert, ob das wirklich so einfach geht oder was man da beachten muss. Tralala. Ja. So, was haben wir denn hier? Le Coblet. Pflastersteine. 2000 Pflastersteine. So, einfach auf einem Stack. 2000 Pflastersteine, siehst du? Wunderbar, so. Guck mal, wir haben immer noch zwei leere Module drin. Weißt du was, dann gehen wir einfach her und packen die zwei leeren Module nochmal weg, weil dann brauchen wir nämlich weniger Energie. Schmeißen wir die, können wir ja mit einlagern hier, aber dann verbraten wir nicht so viel Saft unterwegs. Müssen wir nicht so viel umprügeln hier an Energie. Zelle hat immer noch 660.000 Energie. Ist schon geil, also hat schon was. Autsch. So, wir haben das Smeltery, wir haben die ersten Anfänge unseres eigenen Lagersystems, was ich sehr am Feiern bin. Ich will mal gucken, was haben wir denn alles in Erzen. Cadmium können wir leider nicht umprügeln. Eisen, Kupfer können wir noch umhauen. War das Stau? Nee. Wie hieß denn das wieder hier? Pulver. Genau, pulverisiert ist das ja. Pulver. So. Hier haben wir Zinn, Eisen, ferröses Metall, schillerndes Metall. Das will ich mal alles noch eben umschmelzen gehen. Kann man einfach die Energie mal noch nutzen. Hier mal kurz alles zerlegen. Alles noch umschmelzen. Ja, und das werden wir jetzt nur Barren rauskriegen. Das ist egal. Einfach, dass wir noch ein bisschen Sachen hier weg haben. Kupfererz. Warte mal, ich habe sowieso gerade dabei. Nehmen wir das mal eben noch mit raus. Können wir das gleich schon mit durchjagen. Das noch Appetit. Appetiterz. Oder so ähnlich. Nee, weiß ich nicht. So. Können wir das dann auch noch mit durch den Schredder jagen. So. Pulverisiertes Eisen haben wir alles dabei. So. Wir haben jetzt doch einiges an Materialien verbraten jetzt. Aluminium haben wir noch drin. Ja, kriegen wir aber nichts mehr raus. Ich kann es zwar ablassen, aber es gibt keinen kompletten Barren. Gut. So. Eisen. Da haben wir noch pulverisiertes Eisen. Komm hier rein. So. Können wir das mal eben noch umkörpeln. So. Jetzt brauchen wir keine Kisten mehr. Papp, weg damit. So. Verröstetes Metall kriegen wir da nochmal raus. Sehr gut.
Können wir dann auch gleich mit umprügeln. So, hier haben wir nochmal Eisen. Schmeißen wir nochmal kurz mit rein. Pam, so. Kupfer haben wir durch den Schredder gejagt. Und dann haben wir es auch schon fast. Kies weg, so. Ach, ich finde das eine geile Sache mit dem ME-System. Ich feiere das total. Das Problem ist, könnt ihr auch im Vollbild spielen. Allerdings kriegt ihr dann Augenkrebs, weil ihr dann nichts mehr seht. Das ist das Problem dabei. Oder ich müsste wieder die Geilgröße mal probieren. So, Kupfer. Pulverisiertes habe ich ja alles dabei. So, müsste jetzt alles durch sein eigentlich. Ah ne, noch nicht. Da ist er noch am Schmelzen. Okay. So, Eisen können wir schon mal ablassen. Tak, tak, tak. Kann ruhig parallel laufen, wie gesagt, wenn die Blöcke nicht voll sind. Könnt ihr den Rest zum Schluss oben drauf gießen. Das bleibt so lange flüssig, bis es wirklich leer ist. Oder ihr eben nach... Entschuldigung. Das hat jetzt bestimmt gescheppert. Mir ist eben beinahe das Mikrofon runtergefallen hier. Yeah. Und die Kaffeetasse gleich noch hinterher. Deswegen war ich da jetzt eben etwas eilig. So, Eisen, Eisen, Eisen. Du sollst die Schaufel nicht reinlegen. Das ist doch. So. Einen Block können wir noch abgießen. Dafür langt. Und den Rest gießen wir einfach in den Barren rein. So. Plöpp und plöpp. Zip. So. Block ist voll, wunderbar. Reicht. Ah, zwei Barren sogar. Gut. Da. So. Blöbbidi, blöbbidi. So, dann haben wir die ganzen geschmolzenen Sachen nämlich auch mal noch umgeschreddert. Alles, dann können wir nächste Runde schön sauber anfangen. Irgendwas anderes bauen, keine Ahnung, was wir noch klöppeln können. Zinn und schillerndes Metall. Ja, warte mal, das schillernde lasse ich mal raus. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich hier. Ich weiß nicht, was er daraus klöppeln kann. Deswegen. So. Zack, zack. Weg damit. Wird's auch egal, ob wir 5 IDs von einem Item haben oder eben nicht. Das kratzt jetzt kein Schwein hier. Können wir jetzt einfach Gas geben und reinhauen. So. Weit sind wir. Na, siehst du. Zack. So. Haben wir jetzt den auch durch. Langt genau für 2 Blöcke. So, ferröses Metall können wir mal durchbraten in der Zeit. So. Zacki, zacki. Was haben wir noch drin? Reicht genau für einen Barren. Perfekt. So mag ich das, wenn es genau aufgeht. So. Piste, wunderbar, haben wir das auch. Ferröses Metall ist auch gleich durchgekokelt. Schillerndes Metall. Keine Ahnung, für was wir das brauchen können. Kein Plan. So. Alter, fast 6000 Nickel. Zack, zack, zack. Nickel? Oh, haben wir jetzt was anderes draus geschmolzen? Verröstes Metall habe ich doch umgebraten. Was haben wir daraus jetzt geklöppelt? Weiß ich gar nicht. Na, ist doch noch mehr. Ach, verröster Block. Ach, aber in flüssiger Form ist das Nickel, okay. So, Barren mal noch gießen. Oder mache ich auch eine Aufnahmepause? Molten Nickel, so. Block ist voll, kriegen wir nochmal 2 Barren raus. Sehr gut, so. Zack, zack, zack. Wunderbar, aber dann haben wir jetzt mal einen Großteil hier umgeschmolzen. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht so voll auf den Kacke hauen und hier alle Plätze um uns herum schmeißen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt mal schön aufgeräumt, schön sauber gemacht, können wir nächste Runde mal gucken gehen. Kohle, Kohleblöcke, sollen wir mal eben gucken. Und noch ein paar Fackeln machen. Machen wir das mal so, wir brauchen hier gerade 16. Kohle, so, dann können wir nämlich noch ein Stack Fackel machen für nächste Runde, dann sind wir hier gewappnet. Und dann können wir nächste Runde mal Feuer geben, ne? Eins können wir mal machen. Lava, Lava. Genau. Je mehr wir schmelzen, desto mehr brauchen wir natürlich. Lava-Eimer. So, die steckt da ganz brav. Wunderbar. So, da kann man immer noch nichts füllen. Zack. So, mal wieder 1000 nachgefüllt. Da hinten nehmen wir gleich mal wieder einen Lava-Block weg. Ich nutze die Quelle jetzt einfach so lange, wie wir sie haben.
Wäre ja blöd, wenn ich das nicht machen würde. Was haben wir noch an Eisen da? Nehmen wir mal zwei Blöcke. Ich gehe jetzt nämlich mal eins machen. So, da, da. Wir haben ein ME-System. Wir können da jetzt richtig reinballern. Zacki, 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 zacki. So. Nehmen wir einfach mal noch so viel Lava mit, wie wir können. Wer weiß, ob wir so später noch so haben. Und wenn wir hier dann anfangen, hier richtig Gas geben mit der Smeltery, der hier einfach mal dann reihenweise hunderte, komplette Stacks hier umprügeln, müssen wir dann natürlich ein bisschen reinhauen, ne? Lava-Generator. Guck mal, ich hab sogar einen. Aber wie gesagt, das Problem ist, der stellt nur RF her. Und ich weiß nicht, wie wir den connecten können, weil. Ich stell den mal eben. Wenn wir hier den normalen Kabel nehmen, selbst wenn wir isolierte Kabel nehmen, das ist egal. Die verbinden sich nicht. Egal wie ich sie da hinhob, die verbinden sich nicht. Und dann bringt mir ja logischerweise auch der ganze Generator nichts. Weil an diese Bedboxen gehen nur diese Kabel. Wenn ich eine andere Kabel dranhängen will, nimmt er die nicht. Da gibt es zwar irgendwie ein Übergangsstück, keine Ahnung, irgendwie ein Modul, wo wir das überbrücken können, aber ich kenn's nicht, ich weiß es nicht. So, das schreitern wir jetzt aber nicht mehr durch. Oder haben wir genug davon? 24, ah ja, komm doch, das können wir nochmal entschmelzen eben. Aber dann mache ich eine Aufnahmepause, weil der Meteorit futtert jetzt. 3,5, 3,5. 3, 2, 5, so. Okay. Ich mache jetzt mal eins in der Zeit. Wir decken uns jetzt einfach mal mit Vorräten ein. Ja? Wir haben jetzt die Möglichkeit noch dazu, das so zu machen. So, dann machen wir noch eins runter. Da, da. Einfach nur einen Abstieg jetzt kurz machen. So, da wir jetzt das ME-System haben. Haben wir eine zentrale Anlaufstelle. Ich brauche Glas und ich brauche Tanks. Da, zwei haben wir noch. Okay. Reicht nur für vier Tanks. Haben wir kein Glas mehr? Ein bisschen wenig. Aber noch Sand. Natürlich nicht. Ah, den können wir auch mal mitnehmen nebenbei. Das können wir mal alles wegpacken. Scheiße. Kein Sand, kein Glas, nichts mehr. Haben wir alles umgeprügelt? Okay. Gibt für den Anfang halt nur vier Tanks. 1, 2, 3, 4, so. Ich gehe jetzt nicht extra nochmal Sand krabbeln, das ist jetzt Quatsch. So, einer. Naja, aber so können wir es rausholen. Okay, so. Geh jetzt einfach mal leer, mach noch einen Tank und einen vollen und mach hinten das Lavabecken mal leer. Dann können wir in der nächsten Runde, während das jetzt in das Smeltery durchläuft, hier richtig arbeiten gehen. So, ich kann eben bloß 9 Eimer tragen und dann können wir es auch bei 9 belassen. So, Kupfer ist durch. Da einmal, da einmal. So. Okay, dann gehen wir mal hier noch den Tank voll machen. Da, 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 da. Da, 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 so. Achso, ja doch, ich kann es ja so machen. Dann können wir den 10. einmal auch mitnehmen. Lava. Das geht dann einfach ein bisschen flotter. Ja, dann machen wir das Ding mal eben noch voll. Rein damit, zack, und schon nochmal 10 Eimer da drin. Mikro-Buckets. Bup, bup. So, was haben wir noch drin? 864. Machen wir noch schön ein paar Barren raus. So. Taki, 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 taki. Dann können wir nächste Runde nämlich schön bauen. Dann können wir die Generator-Ecke vielleicht auch woanders hin machen. Mal gucken. So, wie viel haben wir noch? Genau, leer. Perfekt. Weg damit. So. Und mal gucken, dass wir das Blubber hier wegkriegen langsam. So, nehmen wir einfach mal direkt ganze Blöcke hier weg. So. Natürlich immer vorsichtig sein. So, dann können wir hier einfach mal voll machen der Reihe nach. So. Pupp dich. So, 20.000 drin. Können wir dann später auch mit Wasser, Enderflüssigkeit, tralala machen.
Können wir dann richtig reinhauen. So. So, ich glaube, das Becken wird vorher leer. Ah, nee. Nicht ganz. Okay. Und dann sind wir da auf jeden Fall mal versorgt. Da wir, wie gesagt, ja später dann auch. Nein! Alter. Mann. Ich habe mich eben geduckt, dann hat er das oben drauf gepackt. Soll er ja aber nicht. Was ist da? So, ich muss das ja ohne Sneaken machen. So. Ja, da können wir dann später hier schön Gas geben. So, ich habe kein. Ich habe gar nicht mehr genug Lava hier drin, glaube ich. Oh, Zertus-Quarz. Guck mal, was man aus der Lava alles rauskriegt. So. Haben wir jetzt tatsächlich alles schon weg? Da haben wir noch einen. Na, da in der Ecke kriegen wir nochmal einen Eimer raus. Aber dann ist es tatsächlich leer. Boxen haben noch Saftenergie. Die Generatoren sind schon wieder aus. Okay. Machen wir den hier nochmal voll. 5, 6, 7, 8, 9. Und noch ein Eimer macht 10. Optisch. So. Also ist dann haben wir das Lava-Becken hier komplett nutzen können für unsere Zwecke. Optisch, optisch. Mehr Blöcke haben wir nicht. Lava ist leer. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ihr habt es ja gesehen. Das hat sich mehr wie gelohnt hier. Wir konnten da die Vorräte jetzt richtig schön voll machen mit. So, jetzt müssen wir kurz hier umsortieren. Zwei Lava-Eimer haben wir noch. Da, die Axt, Schwert. Fackeln kommen da hinten hin. So. Können wir wegklopsen eben. So, das Quarz nehme ich gleich mal mit. So, war jetzt nur ein Block, aber trotzdem. Kurz hell machen. So, schmeißen wir die zwei Lava-Eimer noch ein. Oder können wir hier direkt nochmal auffüllen? Nein. Gut. So, pam und pam. So. Jetzt haben wir einfach mal 100 Eimer Lava auf Tasche, 100 Mikrobuckets. Das sind ja 100 Eimer. So, geht das eigentlich auch? Nee, schade. Wir können also nicht den Rucksack direkt ans ME-System hier leer schicken. Müssen wir so machen. Na gut, okay. So. Aber wie ihr seht, es funktioniert auf jeden Fall. Das braucht 11 EU pro Tick. Wir produzieren im Moment 32 und die Kabel packen ja nicht mehr. Das war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe jetzt halt nur drei Generatoren, weil wir jetzt hier die ganze Zeit am Rumschrauben sind. Ja, müssten wir dann tatsächlich hier Stufe für Stufe upgraden. Hier dann bereits die zweite Stufe der Kabel reinmachen und hier dann bereits eine dritte Stufe. Einfacher, damit effizient auch am Ende alles ankommt. Aber gut, das mache ich jetzt nicht mehr in dieser Runde. Ich mache jetzt eine Online-Pause und wir sehen uns in der nächsten Runde dann wieder. Bis dahin. So, meine Lieben, und damit willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. Wo wir direkt mal eine Änderung durchführen. Wie ihr seht, das ist alles etwas größer hier. Und mal hier noch eben. Ich habe das eben nochmal probiert, weil mir das einfach keine Ruhe gelassen hat. Das müssen wir mal. Genau, so, jetzt müssten wir. Hallo? Nee? Warum sehe ich denn das da oben nicht? Achso, man muss ja wieder. So. Hilfe. Nee, immer noch nicht. Okay. Wieso ist das? Global, ja. Nee. Ja, fängt ja gut an hier. Jetzt haben wir es. Sehr gut. So. Wir werden unser MS-System gleich mal wieder etwas umbauen. Ich habe das nämlich nochmal probiert, das hat mir keine Ruhe gelassen. Wir können das Ganze tatsächlich ganz normal mit RF-Energie betreiben. Wie gesagt, das hat mir keine Ruhe gelassen. Die bauen wir jetzt ab, auch wenn sie nicht ganz abgebraten ist. So. Ja, wir können das Ganze auch mit RF-Energie betreiben. Ich habe die ganze Zeit nur den Fehler gemacht. Oh, warum lecken das jetzt wieder hier die ganze Zeit? Ouch. Ich habe
die Anschlüsse falsch gesetzt, beziehungsweise das können wir jetzt auch von oben machen. Ich hatte den Energiewürfel, den wir jetzt haben, falsch eingestellt. Dadurch hatten wir schlicht und ergreifend einfach, ich habe den eingestellt, dass er immer nur füttern soll, aber nicht abgeben. Dementsprechend konnte man natürlich... Oh, warte mal. So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, das Gelecke ist jetzt mal weg. Ich habe komischerweise immer, wenn ich den LAN-Modus einstelle, dass ich meine Sachen benutzen kann und habe WLAN am Laufen, leckt das sich hier zu Tode. Na gut. Ja, wie gesagt, wir können das doch verwenden. Das heißt, wir werden das ganze System jetzt einfach mal kurz abkoppeln. Beziehungsweise wir das mal kurz leer rennen lassen. Leckt er immer noch. Oh, sag mal. Haben wir da noch was drin? Da haben wir noch Zellen drin. Da haben wir noch eine drin. Also jetzt nervt's. Oh, sag mal. Warum leckt denn das jetzt ständig? Deswegen ein Nee? Nö. Hier kracht ständig die Framerate ein. Aber warum? Kopiere ich jetzt nicht so wirklich. Gut. Ja, die Boxen. Die müssen wir jetzt eigentlich nicht unnötig leer laufen lassen. So, wie schnell können wir den so abbauen? Na ja, gut. So. Das wäre, wenn wir jetzt einfach mal kurz abknüppeln hier alles. Weil das neue System, das ich jetzt baue, das können wir nämlich tatsächlich mit Lava betreiben. Da haben wir ja einiges da im Moment. So, ich glaube, ich muss die Aufnahmeplatte wechseln. So, mal kurz alles einsammeln. So, das... Na... Kommt doch mit einem falschen Systempunkt hier. Das packen wir mal eben noch schnell rein, solange Energie noch da ist. So. Ich wechsle kurz die Aufnahme. Bei der gleichen Sekunde.